Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Mir wurde letztens mal geschrieben, dass ich vielleicht in meinen Videos nicht mehr ganz so überkritisch sein sollte. Ja, bin ich nach wie vor, bleibe ich auch, aber vielleicht kann dieser Adventskalender uns so ein bisschen sanftmütiger stimmen, weil der Advents im Adventskalender hat immer so ein bisschen als Motto, das Ganze warmherzig durch den Advent zu bringen, uns warmherzig durch den Advent zu bringen, beinhaltet Spenden und aber auch sehr, sehr interessante Produkte aus Startup-Firmen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, für 129 Euro bekommt man den Advents im Adventskalender und das ist jetzt auch das sechste Mal, dass sie den rausbringen. Und ich habe da schon, ich glaube, das ist mein dritter oder vierter auch schon, den ich auspacke, ne? Ja. Habe ich damals das erste Mal gesehen bei Unbox Butterfly Nicole, die hatte den mal ausgepackt und ja, mir dann auch einfach mal nachgekauft. Ich finde es großartig, dass wir auch immer diese Schachteln haben, die wir übrigens auch beim Purish Adventskalender in der gleichen, im gleichen Format haben. Sind super Spielekisten später mal für Julius und wenn man dann den Adventskalender öffnet, erwarten einen wirklich, also diese vier Spenden, die wir hier drin haben, ne, das sind die Umschläge und dann auch wirklich schön eingepackte Geschenke. Wir sollten hier nicht unbedingt päpstlicher als der Papst sein und darauf achten, dass wir jetzt gegebenenfalls mega hohen Warenwert oder sowas bekommen. Wie gesagt, hier zählt vor allem der emotionale Warenwert und darauf möchte ich mich jetzt auch die ganze Zeit berufen und auch davon ausgehen, dass dieser Adventskalender vor allem für Leute auch entworfen wurde, die vielleicht auch vegan durchs Leben gehen. Dennoch habe ich meine Prinzipien, dass ich halt gewisse Dinge nicht akzeptieren würde, in einem Adventskalender zu finden. Aber das schauen wir einfach mal. Vielleicht kommt es auch erst gar nicht dazu. Wir haben hier auch so Kärtchen mit dabei und Sticker, was ich ganz hübsch finde. Ne? Chosen Family haben wir hier. Cheers. Gemütlich. You and me always forever. Auch das. Also schöne Karten. Dann haben wir hier auch nochmal einen Gruß von den beiden Gründern von Advance. Da geht es halt wirklich auch um Herzenswärme und so, die einem dann jetzt auch mit vermittelt wird. Also es startet alles wirklich sehr warmherzig und das ist auch der Vibe, der mitgegeben werden möchte. Und dann schauen wir mal, inwiefern der Vibe uns erreicht. Wir starten die Adventszeit mit der Nummer 1. Wir haben zu jedem Produkt auch so eine Erklärung mit dabei. Wir haben auch immer einen Code mit angegeben und hier auch einfach eine Erklärung zu dem Produkt und so weiter. Und das hier ist ein Produkt von Duschbrocken und das ist auch in einer großartigen Verpackung, muss ich wirklich sagen. Das ist sehr, sehr geil gemacht, dass man das auch direkt darin aufbewahren kann und es riecht auch wirklich angenehm. Also ich glaube so ein bisschen nach Shea Butter. Also es riecht sehr, sehr pflegend. Das ist ein festes Duschprodukt und ja. Sehr geiler Start in den Advent. Am 2. Dezember möchte uns dieses Produkt begeistern. Eine Schoki von La Mara Jingle Bell Single Origin. Helle Schokolade mit weihnachtlichen Gewürzen und knackigen Mandeln. Hört sich sehr, sehr lecker an. Das ist einmal diese hier. Und ja, das Ganze ist halt wirklich auch echt ansprechend, weil weihnachtlich. Ne? Wir haben, wie hier auch schon draufsteht, weihnachtliche Gewürze mit dabei. Da ist jetzt die Frage, welche? Zimt, Nelke, Kardamom, Ingwer, Vanille. Muss man mögen, ne? Aber finde ich eigentlich eine fancy Geschichte für einen Adventskalender. Am 3. Dezember bekommen wir unser erstes Kuvert. Die Spende geht an Köger Door of Hope und sie beinhaltet ein Jahr ein sicheres Zuhause für 27 Kinder und Jugendliche. Das Projekt ist in Südafrika und dort geht es an ein Kinderhaus. Und ja, die Adventsumspende über 10.000 Euro deckt die laufenden Hauskosten für Lebens- und Reinigungsmittel, Strom, Gas, Telefon, Wi-Fi, Kommunalgebühren, kleinere regelmäßige Reparaturen und mehr für ein ganzes Jahr. Und das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr schön und sehr, sehr herzenswarm. Und hier sehen wir auch einmal die Personen tatsächlich auch, an die die Spende geht. Sowas finde ich cool. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, Kaffee ist was für mich, ne? Impact Coffee, Schlürfen for a Better World, Limo Blend, sehr, sehr interessant. 250 Gramm haben wir hier drin enthalten und ja, das ist ein Kaffee. Kaffee liebe ich, Kaffee mag ich und wenn ich damit noch was Gutes tue, finde ich das großartig. Ein Tag vor Nikolaus habe ich jetzt hier die Nummer 5. Das ist etwas, was nicht allzu lange überleben wird.
denn das ist von der Popcorn-Konditorei Knalle in Berlin. Ein Popcorn, dunkle Schokolade, Zimt. 40 Gramm sind hier drin. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. Popcorn liebe ich. Schokopopcorn habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Karamellpopcorn, ja. Ja, und das ist ein Start-up aus Berlin. Finde ich cool. Und auf den Bären, der da drauf einfach ein bisschen Flöte spielt, finde ich großartig. Auf einer Zimtstange, ne? Cool. So, Nikolaus habe ich jetzt hier in meinen Händen. Oh, wie geil! Ja, wir haben immer irgendwie auch eine Firma, die Socken mit reinpackt. Das finde ich einfach toll. Von Jungfeld in Kooperation mit Advansem hat hier nachhaltige, fair produzierte Socken im Advansem-Design beigesteuert, sage ich jetzt einfach mal. Und meistens passen die mir auch tatsächlich. Manchmal sind sie aber auch ein bisschen zu groß, sodass mein Freund die dann bekommt. Hier haben wir Sonne, Mond und Sterne drauf. Ich kann ja mal gucken. Ja, jetzt seht ihr es, ne? Ich habe meine Chillhose an. Ja, die sind mir ein bisschen zu groß, wahrscheinlich für meinen Freund, aber auch ein bisschen zu klein. Müssen wir mal gucken. Irgendwie kommt da irgendwer von uns bestimmt mal rein. Weiter geht es mit dem 7. Dezember. Ja, das hatte ich jetzt letztens auch in einem anderen Adventskalender drin. Umami-Aroma, cheesisch, vegane Alternative zu Käse. Da sind drin 40 Gramm. Das ist einmal dieses hier und das kannst du zum Beispiel als Alternative zu Parmesan verwenden oder in Caesar Salad. In Caesar Salad packst du ja normalerweise Parmesan, also das halt, ne? Und finde ich ganz cool, muss ich sagen. Die Nummer 8 darf machen, das ist kracht. Irgendwas riecht hier super krass nach Wein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe hier von Plants Are Purple, das gibt es glaube ich auch bei Purish und da bekommt ihr auch aktuell noch den Purish Adventskalender. 3% Hyaluronsäure, Snow Fungus, also Schneepilz und schwarzer Trüffel sind hier drin. Das dürfte eine Full-Size sein mit 30 Millilitern. Das finde ich cool. Power-Serum für langfristig gestraffte und pralle Haut. Also die Inhaltsstoffe klingen gut. Ich weiß nicht, was Schneepilz ist. Das muss ich echt mal herausfinden. Wahrscheinlich auch einfach falsch übersetzt. Und hier ist ein Baum für jedes bestellte Produkt. Das finde ich natürlich auch richtig unterstützenswert, muss ich sagen. Man kann nicht genug Bäume pflanzen. Und das sieht sehr hübsch aus. Erinnert mich von der Verpackung her auch ein bisschen an Typology. Und es ist einfach cool, wenn man so eine, ja, so ein Start-up auch damit unterstützt, indem man den Adventskalender kauft. Ne? Kann man ausprobieren. Und Beauty feiere ich in diesem Adventskalender doch sowieso sehr. So, worüber dürfen wir uns wohl in der Nummer 9 freuen? Sowas mag ich. Ich weiß nicht, hatte ich das nicht irgendwie in der Trendradar-Box drin? Ich meine auch, dass manche dieser Produkte mir bekannt vorkommen könnten, weil ich die Trendradar-Trendbox euch ja auch immer vorstelle. Magnethalter für Seifen und Co. von True Morrow. Richtig cool. Ich meine, dass ich den sogar aktuell im Einsatz habe. Sehr praktisch, da kannst du sowohl halt feste Handseife reinmachen oder dran machen und das dann halt einfach mit dem Propfen an deinem Fliesenspiegel befestigen oder ich persönlich mache das auch super gerne mit Pinselseife. Richtig cool und wenn man da zwei von hat, dann kannst du einen halt für ne, dich nehmen und einen für quasi das Seifenstück und einen für die Pinselseife. Man sollte die beiden dann nur nicht vertauschen. Finde ich großartig. Also sehr, sehr praktisch. Verwende ich auch sowas. Also cool. Womit darf es wohl in der Nummer 10 weitergehen? Ist das ein Umschlag? Ja, genau. Wir haben jetzt hier eine Spende wieder am Start. Ist das wohl immer passend zu den Adventssonntagen? Kann das sein? Weiß ich jetzt gerade nicht. Und auch hier sind wieder ja, fancy people abgebildet. Ne? Also es ist eine Bar und da geht die Party ab. Anyway, Made with Love in Köln. Mentoring Programm und Weihnachtsfeier für die queere Jugendliche. Das... Oh. Richtig, richtig cool. Die Advansem-Spende setzen wir ein, um die Kosten für dieses Mentoring-Programm ein Jahr lang zu decken. Außerdem möchten wir an den Weihnachtsfeiertagen das Anyway für die jungen Leute LSBTIQ-Sternchen öffnen. Okay, ich kenne nur LGBTQIA+. Was ist das jetzt? Also, das scheint dann noch irgendwie was anderes zu sein. Für die, die Adventszeit schwierig ist und ihnen eine Familie sein, mit ihnen feiern und festlich schlemmen. Das hört sich wirklich, wirklich schön an. Ja, ich bin selber auch ein Teil dieser Community, da ich bisexuell bin und finde das einfach unterstützenswert, denn nicht jeder Mensch akzeptiert es so, wie es sein sollte. Und wenn man vielleicht eine Familie hat, die sehr intolerant ist, dann freut man sich, wenn man halt einen Zufluchtsort dafür hat. Und ja, deswegen finde ich das eine großartige Spende. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, haben wir jetzt hier. Und hier ist wieder Lebensmittel drin enthalten. Das sieht aber sehr lecker aus. Oh, ich liebe Salted Caramel. Coconilla Salted Caramel mit Füllung. ja, das wird nicht lange überleben hier. 42 Gramm sind hier drin. Und das sind Snackballs mit Schokoladenmantel und cremiger Füllung. Hört sich sehr, sehr lecker an.
bei einem 129 Euro Adventskalender natürlich ein sehr, sehr kleines Produkt. Aber trotzdem finde ich es cool und ich denke, dass ich das gleich direkt snacken werde. Die Halbzeit, die Nummer 12, habe ich hier. Riechst du so? Ja, Ava and May, Leute. Das riecht hier wirklich komplett durch. Ja, Sparkling Wine. Läuft. Den Adventskalender werde ich euch auch noch vorstellen. Oder habe ich euch schon vorgestellt. 180 Gramm von der Sparkling Wine Adventsome Edition. Und ja, Ava and May ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne Firma, die ganz tolle Kerzen herstellen aus. Ich glaube, Sojawachs müsste das sein. Das ist halt wirklich eine große Kerze, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Duft mag. Ich hatte die, glaube ich, schon mal als kleine. Das war sehr intensiv. Ist Ava and May wirklich ein Startup? Das finde ich wirklich interessant. Ach, guck mal. Unsere gemeinsame Edition duftet nach Rose, Himbeere und erinnert an Champagner. Ich finde, das erinnert nicht nur an Champagner. Das rastet aus. Warte mal. Advancem 40. 40% Rabatt. Gönnt euch hart. So, die Nummer 13 ist jetzt hier. Und hier ist Carlo Carlo am Start. Herzhafter Snack aus luftgetrockneter Rote Beete. Fancy, Leute. Wirklich fancy. Rote Beete esse ich gerne tatsächlich. Soy Sauce and Sesame. Beet Jerky. Beet Jerky ist eine witzige Geschichte. Gutes Wortspiel. Beef Jerky finde ich persönlich ganz, ganz gruselig. Ich weiß jetzt nicht, wie das hierbei aussieht. Der 14. Dezember ist klein, aber vielleicht auch sehr, sehr fein. Mal schauen, was wird denn da drin sein? Das kenne ich doch, glaube ich, aus dem, nicht Adventskalender, aus der Trend Raider Box. 5 Gramm Bioglitzer Snowflake Mixed. Sieht wunderschön aus, ne? Ein veganer, plastikfreier Bioglitzer für die Haut oder zum Basteln. Finde ich süß. So, 15 habe ich hier. Das ist eine Dose. Vegane und feste Handcreme aus der Natur. Ach, wie interessant. For People Who Care. Die Marke sagt mir auch was. Die hatten wir, glaube ich, auch mal in der Trend Raider Box. 30 Gramm sind hier drin. Ach, am besten so rum, ne? Und ja, feste Handcreme. Es gibt ja alles Mögliche in fester Form mittlerweile. Und ein Daumenschmaus, eine feste Handcreme mit Tanne. Das passt natürlich total. Ich kann es ja mal vorsichtig öffnen. Ich will ja mal riechen. Hammer. Das riecht richtig, richtig gut. Ja, das ist einfach ein festes Produkt. Richtig geil. Das wird ja auch sehr, sehr lange halten. Finde ich innovativ. Daumenschmaus. Die Nummer 16 habe ich jetzt hier. Ja, auch das in dem 100... Ich darf es nicht wieder sagen, ne? Aber gut, ja. Ist halt ein kleines Produkt. Dann habe ich hier von Chapas Golden Milk, die Kämpferin. Clean Eating Energieriegel mit Reissirup gesüßt. Hört sich sehr, sehr lecker an. Goldene Milch habe ich super intensiv getrunken, als ich schwanger werden wollte. Und das hat vielleicht geholfen. Bio-Energieriegel mit gerösteter Gerste für langanhaltende Power. Hört sich sehr interessant an. 17 enthält die vorletzte Spende. Eine Woche vor Heiligabend. Ich glaube schon, dass das die Adventssonntage sind, weil das passt halt einfach auch von dem Abstand her, ne? Das ist natürlich dann ganz süß, wenn man dann halt immer zu dem sehr feierlichen Tag entsprechend so eine Spende auspackt. Tauben. Wir spenden für Tauben. Ja, sieht so aus. Eine behindertengerechte Voliere für unsere gefiederten Schützlinge. Okay, mit der Advanced-Spende über 10.000 Euro haben wir eine Voliere für die hilfsbedürftigsten Tauben gebaut. In einem kleinen Wohnwagen und einer angrenzenden Terrasse befinden die blinden, einbeinigen oder flugunfähigen Tauben ein dauerhaftes, gemütliches Zuhause, welches ihren Bedürfnissen entsprechend eingerichtet ist und ihnen Schutz bietet. Okay, das ist ein Taubenverein und die sitzen in Köln. So, die Nummer 18 ist wirklich, wirklich groß. Das ist ein Brocken, Leute. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wild Baboon Aloe Vera 100% Bio Direktsaft. Wie interessant ist das denn? Ein halber Liter in einer Glasflasche. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Aloe Vera so pur getrunken habe. Ja, das ist 99,9% Bio Aloe Vera Direktsaft für mehr Wohlbefinden und Vitalität. Interessant, hier steht 100%, da steht 99,9. Sind sich noch nicht ganz einig. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Also Direktsaft kannst du direkt trinken, denke ich mal, ne? Da musst du aber auch ein bisschen Workout für machen, um darauf hier reinzukommen, ne? Krass, au. Das ging dann doch einfacher als gedacht. Okay, ja, ich würde es jetzt einfach mal probieren. Ich nehme jetzt hier mal einen Strohhalm. Den habe ich jetzt in einem anderen Glas vorher drin gehabt. Boah, ist das sauer. Wow. Wow. Ich glaube, das ist mega gesund.
oh, das hat auch irgendwas mit. So im Abgang, wenn ich durch die Nase ausatme, schmeckt das irgendwie medizinisch, aber ne, das ist halt Aloe Vera Saft, aber wow. Gut, was habe ich mir vorgestellt, wie das schmeckt? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Wow. Oha. Oha. Ist saugesund. Ist saugesund. Beginne und beende jeden Tag mit 40 Milliliter frisch gekühltem Aloe Vera Saft. Oh. Und sieh so, ich trinke das einfach mal. Okay, nein, du musst da viel weniger von trinken. Also vielleicht jeden Tag so einen Schluck. Okay. Okay, okay. Aber finde ich tatsächlich ziemlich cool. Vielleicht stelle ich mir das sogar hier oben hin, dass ich immer, wenn ich hier bin, auch ein bisschen was davon trinke. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, ja. Aber ich stelle es jetzt hier in den Hintergrund, dass ihr das auch sehen könnt. Okay, ich hätte vielleicht erst lesen sollen. So, die Nummer 19. Ben und Anna ist ein Startup, was mir jetzt auch schon ein paar Mal so in Boxen auch begegnet ist. Eine erfrischende Zahnpasta in recycelbarer Tube. Ja, ich beschwere mich jetzt gerade einfach mal nicht darüber, dass es eine Zahnpasta ist, weil wir haben verhältnismäßig wenig Zahnpasta in letzter Zeit tatsächlich in Beautyboxen und in Adventskalendern gefunden, sodass in diesem Hause eine kleine Zahnpasta-Knappheit herrscht und mein Freund sich dachte, ich kaufe mal eine Tube. Ne? Deswegen beschwere ich mich da null drüber. Da ist auch Fluorid mit dabei, 75 Milliliter. Ben und Anna hat sonst auch viel diese festen Deos oder festen feste Deos gehabt, ne? Ja. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt cool, jetzt auch ein neues Produkt von denen auszutesten. Nummer 20. Wir machen den Endspurt Richtung Heiligabend. El Origen Organic Manioc Chips. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Nee, veganes Bacon-Geschmack-Gedings hatte ich jetzt so noch nicht mit dabei. So, wie viel haben wir denn hier drin? 60 Gramm. Okay, ja. Und finde ich sehr, sehr interessant. Maniok ist auch eigentlich etwas, was man jetzt nicht so unbedingt in seinem generellen, wie soll ich das sagen, Speiseplan so mit drin hat. Ne? Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken. Und Bacon könnte was für meinen Freund sein. Wobei ich weiß, dass ich mit sowas meinen Freund nicht kriegen werde. Aber egal, ich werde es halt für mich mal ausprobieren. So, die Nummer 21. Ach, guck mal. Christmas Hygge. Das ist von Wabi ein Mini-Puzzle für einen Moment der Entspannung. Ja, süß. Kann man machen, ne? Ich habe ein kleines Kind, der wird irgendwann ja auch mal puzzeln lernen. Und wir haben auch so Menschen zu Besuch, die Kinder haben und die dann vielleicht auch mal puzzeln wollen. Ich selber bin jetzt nicht mehr so die Puzzle-Lady, muss ich gestehen. Damals habe ich schon ein bisschen mehr gepuzzelt. Ja, schon so ein bisschen zum Runterkommen, ne? Doch, ist süß, ist auch ein schönes weihnachtliches Motiv mit der Katze und dem Backgedönsen und der Küche und dem Weihnachtsbaum. Doch, doch, das ist schon süß. So, die Nummer 22 ist super schwer auch wieder und scheint auch gut befüllt zu sein. Oh, Frittensoße. Zauberhaft verlockende Frittensoße. Was ein geiles Design. The Vegan Sorcery. Eine vegane Frittensoße. Finde ich richtig gut, muss ich sagen. Also 200 Milliliter sind hier drin, 192 Gramm. So schaut das aus. Finde ich super fancy. Das finde ich richtig cool. Können wir mal probieren, oder? Huch. Okay. Es ist halt jetzt nicht irgendwie klassisches Mayo-Design oder so. Also da ist auch wirklich Würze mit drin. Habe ich hier irgendwas anderes als einen Finger, was ich nehmen könnte? Nö. Machen wir das so. Oi. Oh, das mag ich gerne. Mmh. Mmh. Ja, jetzt kriege ich Bock auf Pommes, das sage ich euch. Das ist richtig cool. Ne? Schmeckt besser als Mayo, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Würze da drin, das ist echt lecker. So, die Nummer 23 ist der Tag vor Heiligabend. Es wird immer besinnlicher, würde ich mal so sagen. Nach der Frittensoße kann es auch, glaube ich. Frittensoße kann besinnlich sein. Ja, ja. Da hat man mehr Zeit für die Liebsten, wenn man einfach schnelles Gericht macht und sich nicht allzu lange in die Küche stellen muss, ne? Ach, guck mal. Wir haben hier noch mal kurz vor Heiligabend etwas Beauty mit dabei. Ich habe hier direkt zweimal, Attacke, diese Flyer. Die sind cool. Von Apricot, Me, Myself and I. Die sind 30 Mal wiederverwendbar. Das sind halt so Augenpads, ne? Du hast halt, da kommen auch immer mehr Firmen mit um die Ecke. Aber ich glaube, die hier waren mit die ersten, die das halt auch entwickelt haben. Maxim hat sowas in seinem Sortiment. Dann habe ich heute einen Adventskalender ausgepackt von Cult Beauty. Da waren die auch mit drin enthalten.
Und ich meine aber, dass ich schon vor 1 oder 2 Jahren die hier von dieser Marke halt in den Händen gehalten habe, von Apricot. Und ja, finde ich gut, tatsächlich. Ne? Eine sehr nachhaltige Geschichte und man kann sich einfach ein bisschen Augenserum drauf machen und dann die Patches halt drüber geben. Das ist so, so gut, kann ich euch mega empfehlen. Eine nachhaltige Geschichte und ja, bis zu 30 Mal, also... Wie viel Verpackung sparst du damit ein? Ganz schön viel. Heiligabend, der 24. Dezember, da bin ich sehr gespannt, was hier für eine Herzenswärme jetzt drin stecken wird. Also da sollen sie sich was ganz Besonderes überlegt haben, hoffe ich mal. So, ich sehe einen Mann, der wahrscheinlich in einer, wie soll ich das sagen, bei einer Tafel oder so, sich gerade Wasser aus einem Behälter rausholt. Das lese ich euch jetzt einfach mal komplett vor. Ne? 100 Übernachtungen und 1830 Mahlzeiten für bedürftige Menschen in Hamburg. Das ist echt nah bei, Leute. Mit schwerer Lungenentzündung und 3 Katzen im Gepäck, aber ohne Krankenversicherung, Dach über dem Kopf oder Geld, stand im Januar ein Pärchen vor unserer Tür und fragte uns nach Schlafsäcken, da keine Notunterkunft sie mit Tieren aufnahm. So geht es vielen obdachlosen Menschen. Lieber übernachten sie frierend und krank auf der Straße, als sich von ihren vierpfotigen Begleiterinnen zu trennen. Unser Café mit Herz versteht sich seit über 20 Jahren als St. Paulis sozialer Hafen. Hier erhalten unsere täglich ca. 300 BesucherInnen Lebensmittel, Kleidung, Zugang zu Duschen und Frischwasser sowie immer ein offenes Ohr, medizinische Versorgung und insbesondere Hilfe zur Selbsthilfe. Teil unseres Angebots ist auch die Unterbringung in Hotelzimmern, die wir von Oktober bis März anmieten und in denen Tiere willkommen sind. Die fünf haben den Winter überstanden und mit Hilfe unseres Sozialarbeiters inzwischen auch einen Neuanfang gewagt, leben bei ihrer Familie und beziehen Bürgergeld. Ach, das Pärchen und die 3 Katzen. Okay, jetzt habe ich es. Es gibt viele Gründe, weswegen Menschen in unglückliche Lebensumstände geraten. Die Wohnung weg ist, der Job, das Geld einfach nicht ausreicht und kein Auffangnetz da ist. Deswegen helfen wir schnell und unbürokratisch denen, die uns brauchen. Das sind viele wohnungslose Personen, aber auch zum Beispiel SeniorInnen oder auch Alleinerziehende, die sich nicht das Nötigste leisten können und denen wir so ein paar Sorgen abnehmen. Mit der Adventsumspende können wir 100 Hotelübernachtungen sowie ca. 1830 Mahlzeiten finanzieren. Vielen Dank auch an dich und frohe Weihnachten. Das finde ich richtig schön. Ja, und da bedanken sich nochmal Lea und Josias dafür, dass wir überhaupt den Adventskalender von Adventsum gekauft haben und damit ja auch viele Sachen unterstützt haben. Ne? Das ist ein schöner Adventskalender tatsächlich, wenn man in der Weihnachtszeit auch ein bisschen die Besinnlichkeit zulassen möchte und auch die Herzenswärme zulassen möchte. Natürlich hält man sich jetzt auch ein bisschen den Wert vor Augen, den monetären Wert. Es gibt aber natürlich auch noch den sehr emotionalen Wert, der dahinter steckt. Und den sollte man halt einfach nicht vergessen. Ich finde den Adventskalender von Adventsum einfach unterstützenswert, weswegen ich ihn dieses Jahr auch wieder gekauft habe und damit ja auch einige Projekte sehr, sehr gerne unterstütze und auch ein paar neue Marken ausprobieren kann, sowohl als Beauty-Produkte als auch halt als Food-Produkte. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Jahr den Adventskalender so fandet und ob ihr vielleicht auch Bock habt, euch den zu holen. Ich setze euch dazu den Link einfach mal unten in die Infobox, schaut super gerne einfach mal rein. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir, meine Stimme versagt. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.